Hallo zusammen. So, das wird jetzt ein, ja, weiß ich nicht, ein gemischtes Video. Und zwar habe ich Sachen von jemandem gekauft, mit jemandem getauscht und von jemand anderem noch was bekommen. Das wollte ich jetzt nicht alles, also wollte ich jetzt nicht von jedem ein extra Video machen. Ich dachte, das schmeiße ich jetzt alles mal in einem Video zusammen. Ja, ihr seht, hier habe ich noch was bekommen. Da habe ich was von jemandem abgekauft und hier ist noch ein kleiner Tausch. So. Erstmal habe ich von jemandem Sticker abgekauft. Von der lieben Anja aus Facebook. Da habe ich diese Halloween-Sticker abgekauft. Da hatte mich die liebe Swantje irgendwo. Das ist jetzt schon so lange her, ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Da hatte mich auf jeden Fall die Swantje irgendwo markiert. Dachte mir, oh, Halloween-Sachen. Oh, die sind so cool. Ist das nicht toll? Hey. Da habe ich mich so gefreut. Und ich freue mich natürlich immer noch darüber. Und dieser Bogen zweimal, was natürlich super ist. Ganz, ganz toll. Nur wo befindet sich dieser Laden? Da muss ich mal im Internet mal suchen. Oh, die Sticker sind so cool. Die sind so cool. Zweimal. Und dieser Bogen hier auch zweimal. Wo das ja schon ein bisschen sehr krass ist, ne? Hier mit dem Pfeil im Auge. Aber die Sticker sind echt schön. Oh, wie der guckt. Der ist auch nicht schlecht. Ja, da habe ich mich gefreut, dass ich die bekommen habe. Die wollte ich euch mal gezeigt haben. So, dann habe ich noch etwas bekommen von einer Tauschpartnerin. Und zwar von der lieben Saskia. Mit ihr hatte ich ein Pocketletter getauscht, eigentlich ohne Goodies. Ne, von ihr habe ich diesen Gudetama Pocketletter bekommen. Wir wollten eigentlich ohne Goodies getauscht haben. Ich hatte ihr wirklich nur eine Kleinigkeit dazu gepackt, weil ich den, ja, ich sag jetzt mal, Ablauf oder den Kontakt mit ihr sehr nett fand. Sehr angenehm und freundlich. Und ja, da habe ich halt einfach nur eine Kleinigkeit dazu gepackt. Ja, und dann hat sie mir hier noch was geschickt. Hier mein schlechtes Gewissen vom Pocketletter-Tausch. Ach Mensch. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen, was sie mir da so eingepackt hat. Hier sind so ein, ja, so große Weihnachtsstandsteile. Seht ihr hier die Mütze und hier der Bart? Wo sind die Augen? Das ist ein bisschen komisch. Hier so riesige Standsteile. Ich nenne die jetzt mal so, ne? Eine Schleife. Schnauzer. Das ist eine Möhre. Mündlein. Ah, ganz viele Teilchen hier. Hier könnte man bestimmt einen Schneemann basteln. Die haben doch immer solche Hüte auf. Hier haben wir noch eine rote Nase. Weihnachten kommt ja wieder, ne? Zum Glück. So, das ist einmal das. Hat sie mir noch so gemischte Tüte noch gepackt mit ganz vielen Glücksblättern.
So süß, den Käfer drauf. Voll süß. Dann haben wir noch ein paar Streuteile. Mag ich jetzt mittlerweile sehr gerne so Streudeko. Ganz viele verschiedene Sachen drin. Oh, da versteckt sich sogar. Da verstecken sich sogar Halbperlen drin. Ganz viel Gemischtes drin. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier so Karten. Ja, man denkt sich so, ja, normale Karten, ne? Und auf der Rückseite haben wir aber hier noch so Bilder. Gut, Paris ist jetzt nicht so meins, aber diese Seite hier kann ich auch gut gebrauchen, falls man mal so was, ja, Thema Alice macht oder was ich persönlich lieber mag. Es gibt von Alice ja eine andere Variante, sage ich mal, aus einem Spiel, welches sich Alice Madness Returns nennt. Es ist auch Alice, aber im Horrorstil, Gruselhorror. Da passen die dann auch gut zu. Mich würde es ja auch echt mal interessieren. Ich habe mal hiervon so Mini-Kärtchen gesehen irgendwo. Da hätte mich auch mal interessiert, wo man die herbekommt. Weil die sind ja dann noch besser zum Verbasteln, wenn die noch so klein sind. Dann haben wir noch so Tags. Noch irgendwas Retro-artiges. Das ist. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ein Engel, denke ich mal. Da haben wir hier noch ganz viele kleine Teilchen drin. Ich hole jetzt nicht alle raus. Ich auch noch nie gesehen. Na, auch so. Retro-Style. Ne? Und ja auch noch so kleine Kärtchen drin. Die finde ich sehr lustig, diese Kärtchen hier. Get more coffee. Endless Cup. Yo. Ja, ich bin kein Kaffeetrinker, ich kann da nicht mitreden. Ja, das habe ich jetzt gerade wirklich gesagt. Und das meine ich auch wirklich so. Ich bin kein Kaffeetrinker. Ich trinke auch keinen Tee. So. So. Das hätten wir auch. Ich packe das mal alles kurz zurück in die Tüte. So, fertig. Ja, liebe Saskia, vielen lieben Dank dafür. Ja, du bist auch so eine verrückte Nudel. Eine Nudel. Oh Gott. Ja, vielen lieben Dank dafür. Und jetzt zeige ich euch, oh, jetzt muss ich gucken, dass man die Adressen nicht sieht. Ich habe hier. Ich habe einen Tausch vereinbart mit der lieben Shems Bastelt. Also heißt ihr Kanal hier auf YouTube, Shems Bastelt. Und jo, sie hat mit dem Papierbasteln aufgehört, weil sie gerne was anderes machen wollte. Und dann hat sie ja immer so eine Facebook-Seite. Immer Sachen zum Tausch angeboten oder hat auch Sachen verkauft und so weiter und so weiter. Und ja, daraus ist dann ein Tausch entstanden. Ich hatte mir Sachen ausgesucht und habe ihr dann ja Sachen geschickt, die sie halt gut gebrauchen kann. Ja, das ist jetzt hier angekommen. Und dann zeige ich euch mal, was ich da ausgesucht habe.
ist ja in so einem schönen schwarzen Papier eingepackt. Achso, das liegt hier so drauf. Oh! Moment mal. Das muss ich jetzt mal überlegen. Das hier war aber nicht ausgesucht. Oh, das ist ja so weich. Was ist denn das? Ein Häschen. Oh, und so weich. Oh, da hat sie mir ein Häschen eingepackt. Oh. Dankeschön. Also, falls du das Video jemals sehen solltest, ich weiß es nicht. Oh, vielen lieben Dank. Aber ich schreibe dir ja sowieso noch. So. Dann hat sie noch schöne Papierrosetten mir noch eingepackt. Ui. Ja, ich muss mir erst noch so eine Kreisstanze besorgen, aber ich bekomme demnächst eine von jemandem, von der lieben Fragolina. Ich hoffe, das spricht man so aus. Von ihr bekomme ich eine kleine Kreisstanze, die ich im Action immer nicht bekommen habe. Und dann kann ich auch solche Teile machen. Wo ich sagen muss, dass das echt eine ganz dolle Friemelarbeit ist. Ich war da ein bisschen überfordert mit. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Sieht ja auch mal schön aus, wenn man das dann so auf so ein Pocketletter mit draufklebt und dann hier oben vielleicht noch irgendwas Schönes noch irgendwie dann verziert oder so. Oh, hier sehe ich gerade, jetzt sich einiges verabschiedet. So, das packen wir mal hier weg. Oh, der Pocketletter. So, das schieben wir mal ein bisschen zur Seite. Hier haben wir ein Pocketletter. Ich finde den so cool, diese Eulinge. Egal, fangen wir mal oben an. Hier ist dann so ein Mannequin drauf. Ein Kreuz. Blümchen gemacht. Richtig cool. Das Bild ist cool hier mit der Eule. Mit diesen Glitzeraugen. So ein Mädel. Das Stanzteil ist auch cool hier. So ein Spinnennetz. Dann haben wir noch so süße andere Gestalten. Ja, ich finde die süß. Ich finde die irgendwie knuffig. Wie die so gucken. Und hier nochmal so schöne Blümchen. Finde ich richtig toll. Dann hier noch so ein... Ist das Washi? Nee, ich glaube, das ist so ein Papierklebeband. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, den finde ich sehr cool. Und ich freue mich, dass ich diesen Pocketletter haben darf. Sehr, sehr schön. Und dann will ich hier... Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass ich nur zwei Teile ausgesucht habe. Ich bin mir gerade irgendwie nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall... Ja, das habe ich auf jeden Fall ausgesucht. Und jetzt muss ich das ganz, ganz vorsichtig mal eben hier öffnen. Das mache ich mal lieber jetzt hinter dem Stativ. Ich hoffe, meine Stimme geht gleich nicht flöten. Ich bin irgendwie ein bisschen heiser.
Warum auch immer. Ist das nicht wundervoll? Sieht echt aus wie so eine Gorgeous, ne? Nur, dass diese hier einen Mund bekommen hat. Die Haare auch, wie die so gewellt sind. Das sieht so cool aus. Und es ist echt, ja, richtig toll, so was Formuliertes von jemandem in den Händen zu halten. Das ist jetzt, ich habe mein zweites Fimo-Teil von jemandem. Nee, das dritte, glaube ich sogar. Richtig schön. So. Vorsichtig. Hat sie in so einem süßen Säckchen eingepackt. Das ist so cool. Richtig cool. Ich weiß nicht, ich stehe auf solche, weiß nicht, so Gruselviecher, ne? So toll. Das hat sie mir aber jetzt extra eingepackt, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich meine, ich hatte mir ein anderes ausgesucht. Aber das gefällt mir natürlich auch, ne? Ist doch ganz klar. Das andere ist nämlich so ähnlich. Das hatte ich mir ausgesucht, weil da so ein süßer Hasi noch mit drauf ist. Da, schau mal. Okay, und weil es rote Haare hat. Ich liebe ja rote Haare. Das Hasi, guck mal. Der hat sogar einen lustigen Mund bekommen. Oh, es ist so schön. Das muss aber auch echt eine Friemelarbeit sein, diese Haare da zu machen. Oh Mann. Ja, richtig toll. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich das haben darf. Muss ich mir natürlich nur einen schönen Platz dafür suchen, für die Teile. Ne? Wo ich könnte mir hier auch so ein Band befestigen und das aufhängen. Das hier vielleicht auch noch. Das ist so cool, oder? Ich mag solche Sachen. So cool. Das kleine Mädelchen hier. Ja, das wollte ich euch mal gezeigt haben. Ich weiß nicht, falls du das Video hier siehst, sonst werde ich werde ihr sowieso noch schreiben, bedanke ich mich für die schönen Sachen, dass du mit mir getauscht hast und für die süßen Extras. Der ist so weich. So süß. Ja, ich freue mich sehr über die Sachen. Auch über die Sachen von der lieben Saskia und meine Halloween-Sticker. Ja, Halloween geht bei mir immer. Ist halt so, ne? So, das war's jetzt mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!